Let's put our living stereo stylus in this groove. Ich hatte leider ein bisschen Pech die Tage. Gestern die ganze Scheibe verschmiert im Laden, muss ich das sauber machen. Von außen, ich weiß nicht, ob das erst mit Cola rangespritzt worden ist und dann verteilt worden ist. Oder ob das Eis ist oder irgendwas. Auf jeden Fall muss das sauber gemacht werden. Dann meine Teppiche für einen Wert von 250 Euro im Laden sind alle Schrott, weil da Kinder mit E-Scootern im Laden waren und dann Burnout drauf gemacht haben. Habe ich Teppich rausgenommen. Mir ist mal nichts mehr gedacht. Einen Tag später waren die wieder da, der ganze Boden voll Streifen und ich sitze da Stunden bei, um den Boden wieder zu reinigen und habe ein E-Roller-Verbotsschild rangehangen, das zeige ich euch gleich mal. Hat ihn nicht interessiert, waren gestern trotzdem wieder da. Moral von der Geschichte, Teppich im Laden hat der Onkel Kramer nicht. Warum nehme ich den Anhänger mit? Ganz klar, ich nehme die Bank einmal damit, die muss gestrichen werden. Mal gucken, ob heute wieder so viele Streifen sind. Oder irgendwas wieder beschädigt ist oder weg ist. Ich wäre früher nie mit einer Mofa ohne Führerschein irgendwo in den Laden gefahren und hätte einen Burnout gezogen. Na gut, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber die Roller, egal wie schnell die sind, sind immer ab 14 Jahre. Also auch diese 12 km/h Roller, wobei das sind schneller als 20 km/h Roller, sind immer ab 12 Jahre. Brauchen auch ein Versicherungskennzeichen. Also das Fahren ohne Führerschein kann man jetzt nicht sagen, weil man ja keinen Führerschein eigentlich dafür braucht, aber das entsprechende Alter. Und man braucht natürlich eine Versicherung. Das ist dann auf jeden Fall Fahren ohne Versicherungsschutz. Also ich würde meinem Sohn das nicht erlauben, auf der Straße hier überall rumzufahren. Auf dem Hof ja oder Moor ja. Aber dann noch wilde Wutz zu spielen im Laden öfter, wo überall Kameras sind, ich weiß nicht. Also jeder, der ja jetzt reinfährt, ist mir scheißegal. Video wird aufgenommen und dann geht das Ganze zur Polizei. Interessiert mich nicht mehr. Gib mir einfach noch einen Sack, weil ich habe den Schaden zu tragen. Ich muss wieder neue Teppiche kaufen. Und wer weiß, wie lange die dann halten. Deswegen lasse ich sie vielleicht erstmal raus. Gibt es halt ein bisschen weniger Komfort und fertig. So, was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen. Da hat der Onkel Kramer den Schlüssel vergessen, hundertprozentig. Aber es war gerade noch ein Kunde im Laden, beziehungsweise ein Zuschauer auch, der sich auch für Automaten interessiert und einfach mal vorbeikommen wollte und gucken wollte. Sehr interessant. Danke auf jeden Fall nochmal für den Besuch. Siehst du, da habe ich schon alles bereitgelegt. Da liegt der Schlüssel. Hier übrigens meine neue Videoecke. Entspannungszone und Videoecke. Und da habe ich noch was Cooles. Das könnten wir auch eigentlich gleich mitnehmen. Vielleicht können wir das ja noch anbauen. Und zwar sind das diese Dinger hier. Wer will, ich verlinke es euch gerne. Das sind wie so Besen, die man an die Automaten schrauben kann. Weil ich habe immer das Problem, dass die Kinder mit Stöckern aus dem Wald kommen und unter den Automaten poolen. Und damit da erst gar nicht irgendwas hinfällt, sondern das Geld davor liegen bleibt quasi, wollte ich diese Besen daran machen. Weil ich habe keine Lust, dass die irgendwann unten, ist zwar so eine Platte vor, die lässt sich aber lösen. Das ist so ein Insektenschutz, sage ich mal. Und ich habe keine Lust, dass dann nachher irgendwann ein Stock im Automaten steckt und irgendwas vielleicht beschädigt oder die sich verletzen. So, hier nochmal ein bisschen Parfum. Riecht richtig gut. Das ist der Duft, der die Frauen provoziert, ne? Unbekannt. Siehst du, gut, dass ich den Schlüssel vergessen habe. Das war der Bulettimann. Ich nenne ihn mal Bulettenmann. Und zwar gibt es da eine Powerstation mit Solar. Ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr autark quasi auch mal ohne den öffentlichen Stromanbieter leben kann und mit Solarzellen das Ganze quasi wie so eine Balkonkraftanlage mit fetten Akku. Das Problem ist, die Sachen sind relativ teuer. Deswegen mache ich darüber Videos und gucke, wie es funktioniert, damit jemand, der sich dafür interessiert, auch weiß, ob es sich lohnt. Was mich so ein bisschen nervt, ich wollte heute eigentlich ein Produktvideo machen und nicht hier Reparaturvideo. Lennox! Er ist so ein Dösmaus, ne? Lennox, komm jetzt hier! Lennox! Lennox, komm her! Er denkt immer, wenn er sich duckt, dann sieht man ihn nicht. Lennox, geh, komm! Komm her, fein! Komm! Er hat einen eigenen Willen, wie so eine Katze. Komm! So, geh rein da. Du hast Klimaanlage, geh rein. Bis gleich. So, jetzt hoffe ich, haben wir gleich alles. Also gut, dass ich nochmal umdrehen musste. Heute mit leichten Anlaufschwierigkeiten. So, wir haben ja das Schild drinne.
Scooterfahrer verboten. Wer hier in Zukunft reinkommt, ist mir egal. Wieder irgendwas damit zerstört. Ja, wie gesagt, die ganzen Teppiche sind jetzt raus. Und die sind nicht billig. Kann ich wegschmeißen. Und zusätzlich waren dann einen Tag später, nachdem die Teppiche raus waren, hier jede Menge Burnout-Spuren drin. Da sitze ich stundenlang, um den Scheiß wegzukriegen. Und dafür mache ich das nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und irgendwann ist der Spaß da auch vorbei. Und meine Geduld auch. Ne? Ich bin keiner, der sagt, oh, ich gehe gleich zur Polizei. Aber ich bin jemand, der sich auch nicht alles gefallen lässt. Klar, ich könnte mir die greifen, dann sagen die nachher, ich habe die verprügelt. Mache ich auch nicht. Ich nehme meine Kameraaufnahmen und gehe dann mit zur Polizei und sage hier, bitteschön. Kinder unter 14 Jahren dürfen sowas nicht fahren. Das Fahren ohne Versicherungsschutz, Fahren ohne Führerschein, keine Ahnung, wie man das nennt, ist doch egal. Egal, wie schnell die Dinger fahren, ist es erst ab 14 Jahren erlaubt. Und wer hier in den Laden reinfährt, hat halt Pech gehabt. So, da muss ich nachher noch, irgendjemand hat sich den Spaß gemacht, hier Cola von außen rangeschmiert. Also Ferienbeginn ist kein schöner Zeitpunkt, aber so ist es halt. Eine Kiste brauchen wir, dass wir auffüllen können. Wir müssen auch noch Ware bestellen unbedingt. Es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Also es gibt auch mal schlimme Tage im Onkel-Kramer-Laden. Und das ist so heute einer, wo man sich dann fragt, was soll sowas? Ne? So. Ja. Das ist genau wie dieses Teil hier. Dann setzen sie sich hier drauf, ist auch in Ordnung. Aber dann werden die Füße hier drauf gestützt, sodass das dann irgendwann hier abgeht. Jetzt muss ich eben gucken, dass ich eine neue Schraube reinsetze, dass es wieder vernünftig vorsitzt und noch lange hält. So, als nächstes muss ich sagen, gönne ich mir einen richtig großen Luxus. Ich kaufe mir teure Müllbeutel. Meine Frau kauft immer diese hier und die regen mich auf. Ne? Danach, wenn die halb voll sind, dann fallen die runter, dann fällt die Hälfte daneben, da hat man mehr Arbeit als alles andere. Und ich gönne mir richtige Teichfolie, Luxusdinger, das werde ich erstmal austauschen. Mache ich einmal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser hier. Zumindest vom Fernseher, weil es geht mir tierisch auf den Sack. So, Staubsaugen. Und dann läuft gleich der Robowischer. Aber erstmal das Gröbste wegmachen. Und dann kann der einmal schön nachwischen. Und dann kann ich mich um die anderen Sachen kümmern, wie auffüllen und ja, Sachen reparieren oder austauschen. Oder sauber machen. Hier ist gestern Kakao drüber gekippt. Das war aber aus Versehen und da die Jungs haben sich auch entschuldigt. Richtig toll fand ich das. Also nicht bloß, dass da Kakao drüber geklebt war, aber dass sie den Arsch in der Hose hatten und eben Bescheid gegeben haben. Aber erstmal eine schöne kühle Erfrischung. Und dann mal gucken, dass wir das voneinander kriegen. Ich muss noch den. Ich kriege die Tage noch einen Fensterputzroboter, den könnte ich bestimmt super daran testen. Also schmieriger geht es nun wirklich nicht, als diese Scheiben hier gerade von außen. Getränke sind gut weggegangen, Eis ist gut weggegangen. Jetzt wollen wir gleich noch einmal auffüllen, einmal die Besen vielleicht nochmal unterbauen. Und dann ist der Laden wieder flott. Da sollte ich mal den Kater rausnehmen. So, das ist hier so ein Besenelement. Das wird dann quasi auf Länge gebracht und dann hier unten vorgeschraubt, dass auf jeden Fall nichts unterfallen kann. Und da auch keiner rumgrabbelt, sage ich mal so. Gibt einen schönen Abschluss. Die Kante könnte man vielleicht irgendwann, wenn man mal Zeit hat, noch mal schwarz sprühen. Aber ich werde das Ganze erstmal so einmal da ranbauen nachher und mir anschauen, wie es so ankommt. Dann gehe ich einmal rum, dokumentiere, welches Gerät wie viel Umsatz gemacht hat und werde dann quasi das Ganze einmal eintragen, sodass es auch in der Kasse drin ist. Und die anderen Geräte wie die Automaten, die haben ja natürlich eine Telemetrie. Aber zuerst einmal Ware packen, nochmal Ware bestellen und dann sind wir schon gut dabei. So, Snack und Getränke ist aufgefüllt. Ich musste ein bisschen die Preise anpassen, denn ich habe auch eine Preisanpassung bekommen und die gebe ich immer weiter. Weil sonst würde ja meine ganze Kalkulation nicht aufgehen. Das heißt, Getränkepreise und Snackpreise sind teilweise gestiegen. Schön fühlt sich das nicht an, aber es ist nötig, um weiter fortlaufen zu bestehen. Hier der Lollipop-Automat. Hallo. Hallo. Wir müssen ihn tatsächlich auffüllen. Ja, gestern war ein Mädchen da, das hat den Jackpot gekriegt. Also 10 Lollis auf einmal. Richtig der Hammer. Hat sich auch mega gefreut. Der Papa von den beiden Mädchen, der Papa von den beiden Mädchen war mit dabei und das wirkte so ein bisschen wie, was hast du jetzt gedrückt? Also das ist wirklich ein richtig geiles Teil, fahre ich mega drauf ab. Was mich auch noch richtig ärgert, ich habe vorgestern ein Schild aufgehangen. Vom letzten echten Brandmaler quasi in Deutschland, ein Eingangsschild. Und zack, war es weg.
Also momentan so Ferienanfangszeit ist Wilde Wutz-Zeit. Und das ist sehr ärgerlich, weil das war so eine Art Meisterstück. Also von einem richtigen Könner noch. Ich hoffe, ich krieg's wieder. Ich glaub's aber nicht. Also es wirkt jetzt vielleicht so, als wenn hier momentan alles drunter und drüber geht. Es sind einfach ein paar Tage, wo es einfach mal nicht so schön läuft. Das kann man auch mal haben. Im Groben und Ganzen zählt ja natürlich, dass nachher alles oder dass da was bei übrig bleibt. Aber natürlich ist es manchmal schon enttäuschend, wenn man sich so viel Mühe gibt und das dann so mit Füßen getreten wird. Also man sagt ja immer, oh, früher, ne? Ich will ja gar nicht dieses früher, ne? Wir haben früher auch Mist gemacht. Aber irgendwie, heute ist echt der Boden drin. Geste. Naschfeld ist das. Wollt ihr noch was bestellen? Ist momentan leider eh nichts lieferbar, dann wollen wir nicht bestellen. Machen wir hier Massage, Kiddy Ride, Kapselautomat. So. Ein Großteil der Gäste oder alle Gäste eigentlich hier sind erstmal herzlich willkommen und auch super nett. Und wir haben früher auch Mist gemacht, so ist es nicht. Allerdings, und das muss ich sagen, wäre da irgendwo eine Kamera gewesen und hätte mich aufgezeichnet und der Gegenüber sieht das auch noch, ne? Dann hätte ich da sowas nicht gemacht. Also das kann ich dann wiederum nicht nachvollziehen, weil wenn ich schon in Anführungszeichen eine Straftat begehe, dann möchte ich auch wenigstens unerkannt bleiben. Ui, der Kramer randaliert 3, 4, 5, 6 Euro Flummi-Flipper. Übrigens, so richtig schön blüht gerade meine Schuppenflechte auf. Das ist perfekt, wenn man Reviews macht und dann ein Produkt vorführt. Und Leute das sehen, die einen nicht kennen, sage ich mal. Die denken ja auch, was hat der denn da für einen Krebs an der Hand? Und die sind ja auch nicht schonungslos mit ihren Kommentaren. Gut, dass ich relativ psychisch stark gebaut bin und mir das, ja, Wurst will ich auch nicht sagen. Also mir ist es nicht Wurst, aber es ist, man will sich da irgendwie rechtfertigen, aber es lohnt sich nicht. Da gibt es Krankheiten, also die schöner sind als Schuppenflechte, das wäre zum Beispiel, ja, schöner will ich jetzt nicht sagen, das klingt auch ätzend, aber die man wenigstens zu seinem Vorteil nutzen kann. Tourette, ne? Klingt jetzt vielleicht blöd, ist aber so. Tourette, da hast du mehr Klicks als mit Schuppenflechte. Wobei die Krankheit, ich möchte sie nicht haben. Also ich möchte mit niemandem tauschen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so ein bisschen Schuppenflechte ist nicht schlimm, gibt Schlimmeres. Also so im Alltag Tourette stelle ich mir schon ätzend vor. Wobei die sich dann wieder, nicht vor der Kamera, aber im Alltag dafür rechtfertigen müssen, ja. Jetzt haben wir den Fall, der doofe Sack ist rausgefallen, weil er zu schwer wurde. Jetzt müssen wir mit meinen Luxussäcken hier, mit einer Hand, damit ich die Kamera halten kann, ne, mit unseren Luxussäcken hier jetzt weiterarbeiten. Damit wir, jetzt haben wir zwei Säcke verbraucht. Wir haben nicht gespart, wir haben mehr Geld ausgegeben, weil wir zwei Säcke gebraucht haben. So, und Kiddy Ride. Wo bist du denn, Kiddy Ride? Ja, trotz des Ärgers zwischendurch bleibt natürlich auch ordentlich was an Geld hängen und Spaß macht es ja dennoch. Deswegen wird der Laden auch demnächst noch erweitert. Ich möchte natürlich gerne unsere eigene Lösung hier vorstellen vom Automatenland. Das ist die Lösung. Wow, ich habe 2 Euro mit meinem Kiddy Ride verdient. Mit Kiddy Rides wirst du nicht Millionär. Aber es sieht geil aus und der Laden soll doch vergrößert werden. Da soll unsere Lösung rein, unsere Kiosk-Lösung quasi. Und die Kiosk-Lösung mit unserem eigenen Terminal, das dann nachher auch outdoor verfügbar ist, soll dann da stehen. So, dann wollen wir mal hier gucken. Das erste Teil ist angepasst. So, und ich würde sagen, so mache ich das jetzt hier mit den allen Geräten. Verabschiede mich für heute, zumindest was das Thema Vending angeht. Und hoffe mal, dass in Zukunft hier auch alles so gut läuft, wie es bis jetzt gelaufen ist. Auch wenn es mal schlechte Tage gab, darauf kommen dann immer auch wieder gute Tage. Ne? Ansonsten, wie gesagt, Messe im September, seid dabei. Ende des Monats findet nochmal ein Event statt, ein Online-Event, ein Zoom-Meeting. Dazu mache ich noch ein extra Video, wo ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse eintragen könnt. Und dann würde ich sagen, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Happy Vending. Ciao.